Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir sind zurück mit unserem Hans in der Kanalisation und wollen dort noch mal ein bisschen angeln gehen. Oh, wir haben dafür gleich mal eine Algensuppe bekommen. Auch nicht schlecht, ne? Okay, also anscheinend sind die ganzen Monster wieder respawned. Das heißt, die muss ich jetzt erstmal zerstören. Ansonsten gibt es hier gleich Ärger. Okay, es gibt Ärger. Okay, da ist noch einer. Da sind noch zwei Stück. Okay, ich würde jetzt mal gerne hier angeln gehen. Ich überlege nur, wo ist denn jetzt der beste Ort, wo ich nicht so richtig gestört werde. Ich probiere es mal hier. Das ist auf jeden Fall mein Fisch. Sogar mit Schatz. Die Schleimmakrele mit Aquamarin. Und damit ist mein Inventar auch schon mal schön voll. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich hier noch mal kurz den hier oben töten. Das bringt ja wenigstens mal Schleim. Schleim bringt es eigentlich nicht, sondern ihr wisst, was ich meine. Das Reissaat, die will ich auch haben. Es bringt mir Käferfleisch. So, das hier kann in die Angel rein. Problem erledigt. Los geht's. Es ist schon wieder ziemlich spät. Aber immerhin, wir haben jetzt einige Fische schon gefangen. Lass mal kurz gucken, welche noch fehlen. Also es fehlt noch der eine aus der Mine und es fehlt noch der eine aus der Wüste. Und dann haben wir hier noch drei Fische, die ich nicht kenne, bei denen wir noch sehen werden, was das wieder ist. Aber ansonsten sind wir schon ziemlich weit gekommen. Emily sucht eine Edelwicke. Habe ich zufällig gerade eine dabei? Ja. Dann gehen wir noch mal kurz in den Salon. Geben ihr die eine und dann mal sehen. Ja. Du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Eine Lieferung. Ach ja. Also ich muss schon sagen, das war jetzt ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben unheimlich viel geschafft. Den Schattenlachs verkaufe ich, die Schleimmakrele verkaufe ich. Beim Rest gucken wir mal. Das hier kommt auf jeden Fall in diese Truhe. Habe ich sonst noch irgendwas, was hier reingehört? Ja. Das hier, das hier. Hier ist natürlich nichts. Da haben wir nichts. Hier nicht. Hier schon. Diese Waffe würde ich aber jetzt. Ich weiß nicht.
Wir können sie ja mal mit hier reinnehmen. Warum kann ich denn das jetzt hier nicht hinzufügen? Kann ich hier nur entweder oder machen? Das ist auch dämlich, oder? Okay. Ja. Oh, scheiße, ich bin hier noch gar nicht fertig gewesen. Ah, oder? Doch. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte hier noch was zu tun. Habe ich aber gar nicht. Umso besser. Dann werde ich hier nur kurz meine Sachen noch los. Ich habe allerdings keinen Platz mehr. Das ist das Problem. Das passt hier nicht mehr rein. Tja. Und nu? Kann ich aus irgendwas davon Saatgut machen? Ja, also grundsätzlich schon. Zum Beispiel aus dem Knoblauch hier könnte man das machen. So würde ich wenigstens ein bisschen Platz gewinnen. Ja. Aquamarin kommt hier hin. Und den Käse bringe ich hier runter. Der ist auch noch nicht weiter fertig. Also heißt es weiter warten. Ja, ich meine, besonders wertvoll waren die beiden Fische jetzt nicht. Nicht übertrieben zumindest. Mayonnaise war sehr wertvoll, wie immer. War wieder einiges. Ja, da kam ein bisschen was zusammen. 7000 Gold, etwas mehr als 7000, das ist eine gute Sache. Tja. Lass mal wieder Fernsehen gucken. Wetterbericht für morgen. Ganzen Tag klar und sonnig. Wahrsager. Heute sind die Geister wieder leicht verstört. Unerfreulich. Ich habe den Zwerg vergessen. Naja. Ich würde mal gerne schauen, ob jetzt mit die Quest irgendeine Auswirkung auf den Zauberer hatte. Nee, ich habe jetzt keine Herzchen dafür bekommen. Ja. Ja, da müsste ich natürlich auch noch mal was machen. Nicht, dass die hier wieder zu viel Freundschaftspunkte verlieren und das wäre sehr ärgerlich. Okay, erstmal Post. Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Ich krieg schon wieder Post vom Zauberer. Und mein Pferdchen ist fertig. Schaut mal. Das ging ja flott. Guten Tag. Benenne dein Pferd. Mein Pferd nenne ich Plötze. So. Und da können wir jetzt durch die Prärie reiten. Es geht jetzt alles ein bisschen flotter für uns. Kann ich eigentlich vom Pferd aus? Nee, kann ich nicht. Vom Pferd aus kann ich die Sachen nicht bedienen. Ist aber auch okay. Man muss ja nicht sein, ne? So. Das war Q1, Q2. Ja, die ist noch zu jung. Ach, komm schon. So. Dann das Schaf hat auch wieder Wolle. Sag mal, willst du jetzt vielleicht mal das Schaf scheren? Danke. Ich glaube, ich habe noch nicht beide Ziegen gehabt, ne? Ich hatte nur eine. War das die? Ja, offenbar. Tja, fragt sich nur, wo ist meine andere Ziege? Ne? Ist die noch hier drin? Nee. Hm.
gesagt, wir sammeln erstmal die Eier ein. So, das bringt alles viel. Das hier machen wir hier rein. Wo ist denn jetzt... Wo ist dieses Ziegenvieh hin? Da unten. Das muss es sein, oder? Wett. Ihr habt keine Milch? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Na gut, dann halt nicht. Dann werde ich hier weiter schön Heu machen. Oh, ich sehe gerade den Garten. Ja, das wird immer bunter hier. Es ist noch nicht so weit, aber hier, da ist ein bisschen Rotkohl. Die Radieschen sind fertig. Mann. So. Blumen haben wir nicht. Aber hier haben wir ein bisschen was. Und wir haben schon wieder ziemlich viel für diese Truhe, habe ich den Eindruck. Aber das Schöne ist, wir können heute zum ersten Mal unseren Laich einsetzen. Wir haben jetzt 16 Stück und damit werden wir zum ersten Mal Kaviar herstellen. Da erwarte ich mir jetzt natürlich schon ein bisschen was von. So. Aber irgendwo muss ich noch was vergessen haben. Hier, in der Mitte fehlt noch einer. Hier. Sehr schön. Bringt mir jetzt zwar nicht unbedingt mehr Platz hier. Ich muss mir fast überlegen, ob ich noch eine weitere Truhe hier hinstelle, ne? Oder ob ich Sache verkaufe. Hat ja keiner gesagt, dass ich alle Qualitäten hier behalten muss. Oder ich mache Saatgut. Hier zum Beispiel gerade. Tja. Was mache ich? Pastinakensaat könnte ich auch herstellen. Wäre relativ leicht. Wenn ich dafür die Radieschen hier unterbringe und wenn ich dann noch... vielleicht... Grünkohlsaat herstelle, kann ich die Radieschen auch noch unterkriegen. So. So machen wir das. Nein, nicht essen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass der Blumenkohl fertig ist. Ja. Oh, da wird gleich viel ausgesät werden. Das kann ich euch schon mal verraten. Ey. Die Rüben sind auch fertig. Oh ja, das hat sich richtig gelohnt hier. Cool. Da ist das fertig geworden. Was nehme ich denn mal mit? Also, ich würde mitnehmen die gemischte Saat. Hm.
Das sind alles so Sachen, die lange tragen. Und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob ich das so will. Und Pastinaken nehme ich mal mit. Ja, vielleicht auch den Sommerschmuck. Und den Mohn. Ich meine, es bringt zwar keine Blumen, also kein Honig da drin. Ich kann hier drin keinen Honig herstellen. Aber, naja. Wo ist denn meine gemischte Saat hier? Die kommt zuallererst. Dann als nächstes Pastinake. Dann die Blumen. So, das war's. Na, hier müsste noch was hin. Wir haben noch einen Platz. Aha. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Pastinakensaat, ne? Was mache ich denn jetzt noch? Ich wollte doch noch irgendwas herstellen. Ach ja, Grünkohl. So, die Pastinakensaat können wir gleich aussäen. Hier. Sonst noch einer? Nee. Sonst nix. Auch gut. Wie war das mit den Rüben? Bei dem normalen würde es sich lohnen, Saatgut zu machen. Und wir brauchen ja noch ein bisschen Rüben. Machen wir das doch so. Ja. Da ist schon wieder Mittag. Und ich wollte eigentlich noch zu Mani. Wisst ihr was? Wir satteln jetzt erstmal auf. Wir nehmen unser Pferd und reiten los. In der Hoffnung, dass Mani noch da ist. Weil die hat ja recht flexible Öffnungszeiten. Nee, sie ist heute auch nicht da. Genießt wahrscheinlich den schönen Tag sonst wo. Ach nee, heute ist Dienstag. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass dienstags immer dieser Tag ist, an dem die Frauen mittleren Alters, sag ich mal, sich versammeln und zusammen Sport machen. Bei Caroline. Und ich glaube, deshalb ist sie nicht da. Also morgen vielleicht. Ah, da kommen wir nicht durch. Wir brauchen nicht so viel Stoff. Wir werden mal ein bisschen was weggeben. Dann würde ich auch mal ein bisschen Käse noch machen. Und noch mal eine Runde Mayonnaise. So. Das, 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 das. Und das. Ach, den violetten Pilz verkaufe ich auch, wenn ich schon mal gerade hier stehe. Dann haben wir hier noch was. Das kommt hier rein. Tja, und jetzt ist die Frage. Ach, jetzt habe ich den Melkeimer hier noch mit mir. So, der Melkeimer kommt natürlich hier rein. Ich überlege gerade. Also erstens überlege ich, dass ich diesen Baum hier umhaue, weil er mir Hartholz beschert. Ja. Das war schon mal die erste gute Idee.
Und die nächste Idee ist, dass ich noch mal ein bisschen in die Minen gehe. Ja. Warum nicht? Reiten wir da noch mal hin, machen noch mal eine kleine Tour, vielleicht noch mal so 5 Ebenen. Ich meine, wir haben heute nicht viel Glück, ne? Das wird jetzt nicht wahnsinnig gut laufen. Aber wenigstens ein bisschen vorankommen ist so ein bisschen der Plan. Ja. Noch eine Traube einsammeln. Los geht's. Wo starten wir? Ebene 40 waren wir zuletzt. Na komm schon. Ja, mehr gibt's hier auch nicht groß, außer diesen Steinen. Tja, wir sind jetzt wieder in dem Bereich Essen, wo wir Eisen bekommen, was mich natürlich extrem freut, weil davon brauchen wir wirklich mehr. Und außerdem gibt es jetzt diese Staubgeister, nennen sie sich hier, glaube ich. Und da haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest offen. Ein Waldschwert habe ich gefunden. Sehr cool. Haben jetzt bisher noch nichts Besonderes gedroppt. Ach, komm schon. Brauchen wir nur noch den Durchgang nach unten, ne? Aber komm schon, hier. Oh, da ist er ja auch schon. Perfekt. Wollte gerade schon sagen, gar keine Monster hier, aber da ist tatsächlich einer. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele Staubgeister ich quasi noch schaffen müsste, um die Monster-Quest zu erreichen. Aber ich habe auch gesehen, dass diese Staubgeister eben auch coole Sachen droppen. Vor allem, wenn man zum zweiten Mal durch die Mine geht. Sobald man das Ende einmal erreicht hat, wird der neue Loot quasi freigeschaltet. Oder beziehungsweise wahrscheinlicher, dass man ihn bekommt. Da bin ich schon gespannt. Schon. Okay, die Treppe haben wir. Ich warte jetzt nur noch auf diese Fledermaus, wenn sie dann mal rankommen will. Will die mich überhaupt angreifen? Ich bin mir nicht sicher. Ah, wir kommen doch besser voran, als ich dachte. Ich dachte, das würde länger dauern. Jetzt sind wir hier tatsächlich schon 7 Level runter. Ohne größere Probleme.
Okay, ob wir es noch 2 Level runterschaffen? Das wäre natürlich ideal, ne? Ich meine, selbst wenn wir jetzt nur 1 runterkämen, wäre das für mich auch okay. Dann würde ich trotzdem auf 50 anfangen. Ich möchte aber auf jeden Fall... auf jeden Fall müsste ich diese Quest noch schaffen. Ich weiß gar nicht, diese... wie nennen sie sich? Diese Schattengeister? Heißen die Schattengeister? Staubgeister? Ich glaube, die haben auch noch einen sehr, sehr kleinen Bereich, in dem die auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar nur 10 Level waren, nämlich diese 10, in denen wir gerade sind. Das werden wir dann sehen. Okay. Und damit sind wir tatsächlich 10 Level runtergekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut laufen würde. Wir können aber auch mit der Mine fahren. Mit dem Minecart ist kein Problem. Das Pferd findet von alleine nach Hause. Dann machen wir es nämlich so. Also. Kurz hier reingucken. So richtig viel zu verkaufen habe ich nicht. Wir eilen ins Bett. Na, was ist jetzt wieder? Uhu. Irgendwas ist jetzt gewesen. Ich habe heute Nacht ein Uhu gehört. 14.000 haben wir bekommen. Für was denn? Ach, der Stoff. Der Stoff hat reingehauen. Ich habe auch den Käse verkauft, sehe ich. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Naja, naja, egal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas passiert ist auf unserer Farm mit diesem Uhu. Werden wir sehen. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.